Du musst durch diesen Schmerz durchgehen, damit du lernst, über dich hinauszuwachsen. Das ist nicht nur eine körperliche Geschichte, die du hier erlebst, sondern du wirst auch lernen, geistig, dein Mindset wird stärker, du wirst viel erfolgreicher in deiner privaten Situation, in deinem privaten Leben, auch in deinem Beruf. Du wirst selbstbewusster. Das kannst du aber nur schaffen, wenn du ständig durch diesen Schmerz gehst. Und das wirst du hier in diesem Kurs erleben. Wie bindet man eigentlich seine Teilnehmer an sich als Fitnesstrainer, sodass die regelmäßig wiederkommen und vor allem nicht abgeschreckt sind vom ersten Kurs, mit falschen Erfahrungswerten, Glaubenssätzen in den Kurs kommen, enttäuscht werden, falsche Erwartungen geschürt werden und sie dann nach dem ersten Kurs nicht mehr wiederkommen. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Und das, was ich in diesem Video sage, gilt nicht nur für den Hit the Beat Kurs, für Hit-Kurse, es für alles, Yoga-Kurse, Bauchbein und Po, was es da draußen auch gibt. Aber jedes Kurskonzept hat andere Ziele, ja? Andere Dinge, die im Laufe des Prozesses, wenn man regelmäßig daran teilnimmt, an so einem Kurs, die du erzählen musst ganz am Anfang, damit die Leute wissen, was tue ich hier, wieso tue ich das, was passiert nach dem Kurs, wie fühle ich mich nach dem Kurs und was habe ich davon, wenn ich regelmäßig zu diesem Workout komme. Und das, was ich dir jetzt sage, das musst du nicht jedes Mal sagen. Das kannst du einmal im Monat sagen oder einmal, wenn du das Gefühl hast, da sind auch viele neue Teilnehmer gerade und dass du es nochmal erwähnen musst. Und hab nicht immer den Respekt oder den Zweifel, oh, ich habe das jetzt wieder zu oft gesagt. Die Menschen brauchen diese ständige Wiederholung, um etwas zu verinnerlichen. So, kurz nochmal zu mir. Mein Name ist Peter. Willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Follow da lassen, Glocke da lassen, denn auf diesem Kanal gibt es ganz viel Inspiration, Tipps und Tricks, wie du eine erfolgreiche Fitnesstrainer-Karriere aufbaust, eine geile Community aufbaust und vor allem eine Inspiration für die Welt da draußen wirst. Wie mache ich das? Also, wenn ich einen Kurs starte, nachdem ich mich vorgestellt habe, die Leute begrüßt habe, die Leute sich untereinander begrüßt haben, sage ich, was ist eigentlich meine Aufgabe hier als Trainer? Was tue ich hier ganz genau mit euch und was wird mit euch passieren? Hier am Beispiel vom HIT-Kurs. Ich sage ganz klar am Anfang, hey ihr Lieben, wir machen einen HIT-Kurs, High Intensity Interval Training. Das bedeutet, dieser Kurs ist schon anstrengender als andere Kurse, die ihr vielleicht kennt. Und es werden Momente kommen in dem Kurs, wo ihr nicht mehr könnt, wo ihr aufgeben wollt. Aber dann komme ich als Trainer und sage, nee, zieh durch, gib Gas. Du schaffst das, glaub an dich. Du musst durch diesen Schmerz durchgehen, damit du lernst, über dich hinauszuwachsen. Das ist nicht nur eine körperliche Geschichte, die du hier erlebst, sondern du wirst auch lernen, geistig, dein Mindset wird stärker, du wirst viel erfolgreicher in deiner privaten Situation, in deinem privaten Leben, auch in deinem Beruf. Du wirst selbstbewusster. Das kannst du aber nur schaffen, wenn du ständig durch diesen Schmerz gehst. Und das wirst du hier in diesem Kurs erleben. Bedeutet, wenn du Muskelkater hast, kaputt bist, müde bist, ist das ein positives Zeichen, auch wenn es sich am Anfang vielleicht nicht so gut anfühlt. Geh durch diesen Schmerz und kommt regelmäßig wieder nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche und dann entsteht Spaß, noch mehr Spaß, noch mehr Spaß, weil du lernst, über dich selbst hinauszuwachsen. Du bekommst ein besseres Körpergefühl. Du wirst mit viel mehr Leichtigkeit diesen Kurs hier rocken. Also wenn du nach dem Kurs Muskelkater hast, es anstrengend war, dann sei stolz auf dich. Natürlich werde ich dich anspornen, das Ganze wird Spaß machen, aber wenn du merkst, es ist zu viel, du wirst Spaß produzieren, du wirst mehr Spaß erleben, weil du eben lernst, Wachstum an deinem Körper erlebst, Ergebnisse an deinem Körper erleben wirst. Und das ist meine Aufgabe als Trainer. Wenn du das regelmäßig in deinen Kursen anreißt, diese Thematik, so über dich sprichst, das ist Mindset, das ist Erfahrung, das Know-how, was aus dir spricht, du wirst die Leute begeistern. Nimm das, was ich sage, ernst, setz es um, lass mich in den Kommentaren wissen, was du davon hältst, schau dir die anderen Tipps und Tricks an, die nötig sind, ja, um ein exzellenter Trainer zu werden. Wenn du Bock hast, auch selber Hit the Beat Trainer zu werden, guck
in der Beschreibung. Dort findest du Links, Erfahrungsberichte, was unsere Trainer, unsere Community über dieses Workout-Konzept sagen. Jetzt viel Spaß, nimm das auf, setz das um, let's go. 5, 6, 7, 8.